eine neue Website und ein neuer Discord-Server. Das und vieles mehr in diesem Video. Ja, ich bin mal wieder hier so und erzähle euch mal kurz ein paar Aktualisierungen, ein paar kleine Updates über meinen YouTube-Kanal. Man sieht hier ist mein YouTube-Kanal. Das Video hat mich ein bisschen überrascht, dass ich da schon 41 Aufrufe drauf habe. Wegen so einem kurzen Video, wenn das andere nur 35 hat. Bisschen interessant, also für mich leicht interessant. Aber darum soll es eigentlich heute nicht gehen. Es soll heute erstmal hier umgehen, nämlich um diese schöne Website, die ich mir erstellt habe, überarbeitet habe. Die Webseite des Streamers und YouTubers Maxorus. Hier haben wir also verschiedene verschiedene Sachen. Das war ich Maxorus auf YouTube, Maxorus auf Twitch. Ich habe so ein paar andere Ideen, also was ich noch so anders mache, zum Beispiel Schreiben und Fotografie. Dann haben wir hier die Projekte stehen, wie zum Beispiel Let's Play Oblivion, Let's Play LOL Deutsch oder die Commentaries, zum Beispiel oder Vlogs. Mein schöner Leitspruch, Nerdlife Forever. Den Uploadplan habe ich nochmal kurz zusammengefasst. Also bei Backword mit ein paar Informationen hier. Dann kommen wir. Dann wer bin ich? Ein kleiner Text zu mir. Den will ich vielleicht noch bearbeiten, aber jetzt erstmal noch nicht. Dann habe ich alle meine Social Media Accounts verlinkt, auf denen ich jetzt versuche, ein bisschen mehr aktiver zu sein. Aber bis jetzt habe ich das noch nicht wirklich geschafft. Hier unten sehen wir auch schon mal einen Discord-Server. Darauf will ich jetzt auch noch gleich zu sprechen kommen. Ist übrigens auch in der Videobeschreibung beides verlinkt. Dann kommen wir auch schon hier oben weiter zu dem Punkt Uploadplan. Der Uploadplan bleibt gleich. Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Ich versuche vielleicht mal jetzt in nächster Zeit ein bisschen mehr hochzuladen. Mal sehen, ob es klappt. Vielleicht auch nicht. Das werde ich dann sehen. Streaming. Ich habe keine Ahnung, wer ich streame. Deswegen werde ich das immer so lassen und sagen, abonniert mich oder folgt mir auf Twitch, dann seht ihr, wann ich streame. Und dann haben wir so den Punkt, Gilde des Maxos, lieber springen wir, die ist leer, da kommt noch nichts, da kommt erst in naher Zukunft was, ich weiß noch nicht genau wann, aber bald kommt da definitiv etwas. Dann sind wir hier auf der Seite der Unterstützer, Bewahrer und Supporter des Maxos. Dann machen wir die Bewahrer des Maxos, die Leute, die mich mein Leben lang daran erinnern, dass ich Maxorus bin. So zählen zum Beispiel Aero, Kulkax und Salki LP. An die Person, falls ihr einen Link dazu haben wollt, also zu hinterher noch einen Link haben wollt, zu irgendeiner Social Media Plattform, könnt ihr es mir gerne schreiben. Packt hinten einen Link hinter. Und Unterstützer und Supporter habe ich noch nicht. Hier würde ich alle Supporter, also alle finanziellen oder materiellen Unterstützer des Kanals auflisten, wie zum Beispiel, wenn mich jemand auf Twitch abonniert oder mir Geld spendet, würde hier jemand kommen. Also, falls jemand Geld spenden will, der würde dann hier aufgelistet werden. Ich würde auch noch mal was Spezielles für zum Beispiel Subscriber. Aber dazu kommen wir erst, wenn ich Subscriber auf Twitch haben kann. Ja, die Webseite ist immer so fertig. Also, ich habe mir irgendwie noch jetzt mal eine Webseite auf WordPress. Link ist auch noch, ist natürlich hier. Sieht man auch schon mal hier, WordPress.com. Könnt ihr das Programm mal anschauen. Durch Kontakt, aber das, die Webseite ist nämlich selbsterklärend und ein bisschen Informationen halt über mich. Ich werde hier noch in naher Zukunft eine Liste mit meinem Equipment hochladen, aber das kann ich jetzt noch nicht machen. Da will ich erstmal einen Moment abwarten, beziehungsweise das alles nach dem Abitur langsam ergänzen. So, kommen wir jetzt einmal zum Server. Den Server haben wir hier. Der Server sieht bis jetzt ziemlich leer aus. Also ich habe mir mal hier schon ein paar Freunde eingeladen, um so testweise ein bisschen zu testen. Oder hier unten mein zweiter Account, womit ich einfach teste, ob alle Funktionen funktionieren. Und jetzt kommen wir hier, ich habe einfach mein Logo genommen, der heißt Maxos Community Server, ist unten in der Videobeschreibung. Und wir haben hier zum Beispiel einen kleinen Willkommensschild, wo einfach Willkommen, Nachrichten in den Server reinkommen, dann die Serverregeln, habe ich ein bisschen überarbeitet oder angepasst zum Beispiel. Dann Werbung für andere YouTube- oder Twitch-Accounts. Wenn man hierauf werben will, muss man sich gerne lieben, gerne mit mir unter der Serverleitung in Verbindung setzen. Dann können wir gerne eine kleine Vereinbarung treffen zum Beispiel. Und
Server-Chat, selbsterklärend zum Beispiel, Musik-Chat auch. Dann haben wir eine Eingangshalle hier, einen AFK-Channel, den Bereich des Admin, sieht man einfach nur, habe ich nur so ein paar eigene Informationen. Für den Co-Admin habe ich eine Lobby, für mich habe ich nur eine Lobby. Und einen Admin-Chat, wo nur der Admin und der Co-Admin reinschreiben. Und ich als Server-Owner habe ich ja eh alle Rechte. Deswegen brauche ich mich da um Berechtigung keine Sorgen zu machen. Dann kommen wir zum Server-Infos. Da habe ich noch einen FAQ. So, wer zum Beispiel die Serverleitung ist. Insgesamt die Serverleitung ist. Es gibt auch einen Rang, der heißt Serverleitung. Aber damit sind auch nicht die Administratoren und Moderatoren inbegriffen. Denn die Administratoren stehen über der Serverleitung. Man sind eigentlich auch noch teilweise in der Serverleitung enthalten. Hier ist eine kleine Erklärung der verschiedenen Rollen. Könnt ihr euch auch gerne mal anschauen. Dann habe ich noch ein paar Informationen der Server, Verwarnungen etc. Ein paar VIP-Räume für zum Beispiel Subscriber und Sponsoren für meinen Kanal. Also falls ihr Geld spenden wollt, würdet ihr auch hier in der VIP-Lobby, wo ich dann auch, wenn da mal Leute sind und ich gerade nichts zu tun habe, würde ich dann hingehen und mit den Leuten reden, unterhalten. Würde ich dann auch wahrscheinlich priorisieren, wenn ich zum Beispiel Viewer Games oder so habe, zum Beispiel. Dann habe ich noch so ein paar Gaming-Lobbys, ein paar Matchmaking-Lobbys, ein paar Talk-Lobbys, also normales, auch private Lobbys kann man auch bekommen, wenn man will. Müssen wir mich nur anschreiben. Und Spiele-Server, also Spieleräume habe ich aber noch keine erstellt, da muss man mich einfach informieren. Einfach oder die Serverleitung fragen, hey, können wir da einen Raum für TDT zum Beispiel haben? Könnt ihr bekommen. Man muss uns nur informieren. So, die Serverleitung informieren. Dann habe ich einfach einen kleinen Bereich für YouTuber und Streamer, wenn ich ein paar Kollegen habe und die ich auf den Server einlade, bekommen dann hier den Rang YouTuber und Streamer, bekommen dann hier den Rang und können dann zum Beispiel auch, wenn wir zum Beispiel welche Kooperationsstreams machen, zum Beispiel, dann Streaming-Lobby gehen zum Beispiel. Dann habe ich aber separiert und Aufnahmelobby auch. Kein Chat. Dann habe ich mir auch schon mal hier eine Streaming-Lobby für mich allein erstellt, wo ich nur alleine zum Beispiel streame. Und eine öffentliche Lobby, falls ich irgendwie Konversationen oder so fördern will, zum Beispiel in meinen Streams. Also da kann mal was Interessantes in meinen Streams rumkommen. Also ich werde einfach versuchen, nächste Zeit ein bisschen mehr zu streamen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das nächste Mal streame. Aber vielleicht ist es sogar schon morgen. Muss ich schauen. Weil ich will eigentlich auch meinen PC nochmal zurücksetzen. Es gibt aktuell so ein paar Bugs, die ich beheben will. Und das sollte ich in der Zukunft mal machen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ihr könnt mir lieben gerne einen Kommentar schreiben, auf diesen Server beitreten und allgemein ein paar Anmerkungen geben. Vielleicht auch, weil ich jetzt was für ein Kommentar wie als nächstes ich hochladen soll. Ich werde versuchen, jetzt wie ich ein bisschen häufiger Videos hochzuladen, nicht so wie in letzter oder vorletzter Woche. Und jetzt will ich regelmäßig ein paar Videos bringen. Ich hoffe, euch hat es bis jetzt gefallen. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bis bald und tschüss.